Hallo, ich heiße Hassan Soalim See und ich trete bei den nächsten Stadtratswahlen für den Leipziger Südosten an. In dem Zusammenhang werde ich häufig gefragt, warum bist du gern in der Politik? Und gerne so eine Frage. Ich höre ziemlich häufig den Satz, da müsste was geändert werden, da müsste was gemacht werden, da sollte sich was ändern. Ich will sagen, man muss was ändern, da muss was gemacht werden und ich will das mitgestalten und deshalb bin ich gerne in der Politik. Hinter mir das erste Projekt, was ich angehen will, die 31. Grundschule Probstheida, wie man sehen kann, eine Containerlösung. Diese Lösung war für 5 Jahre angedacht, inzwischen geht sie ins 17. Jahr. Wir brauchen hier dringend einen Neubau und der darf auch nicht länger aufgeschoben werden. Aus meiner Sicht aus gesundheitlichen Gründen, aus Kapazitätsgründen, das sind wir den Kindern an der Schule schuldig und das erwarten auch Eltern und Lehrer von uns. Ein anderes Vorhaben, was es dringend zu bearbeiten gilt, ist der Standorterhalt der Förderschule Thonberg. Die Förderschule ist eine Lernbehindertenschule und soll in den Leipziger Osten nach Paunsdorf umgesiedelt werden. Das ist aus meiner Sicht eine sozialräumliche Katastrophe. Ich setze mich ein für den Standorterhalt der Förderschule Thonberg im Südosten, vorzugsweise in Reutnitz, denn dort ist diese Schule zu Hause. Kinder, Jugendliche und Familie, das sind wichtige Themen für Leipzig. Ebenso wichtig ist aber auch, dass eine Stadt, die auf Vielfalt und Erfolg setzt, hinreichend Sicherheit hat. Für mich bedeutet Sicherheit nicht nur Repression, also Strafverfolgung, sondern auch Prävention, strafvorbeugende Maßnahmen, wenn man so will. Und ich sage ganz klar, bei Prävention muss man auch auf alle Leipzigerinnen und Leipziger setzen. Das ist wichtig, dieses Einbeziehen von Anfang an. Ja, von einem Erfolg würde ich dann sprechen, wenn sich der Leipziger Südosten in den nächsten 5 Jahren weiter nach vorne entwickelt. Das heißt, auch an den Gesamt-Leipziger Erfolgen teilhat. Und das gilt nicht nur für den Leipziger Südosten als Ganzes, sondern auch für seine einzelnen Ortsteile. Ob nun Liebert-Wolkwitz oder Holzhausen, Probstheida, Meusdorf, Reutnitz-Thonberg oder Stötteritz. Ich will, dass diese Ortsteile alle erfolgreich sind und nicht das Gefühl haben, abgehängt zu werden. Damit das gelingt, müssen sich aber möglichst viele daran beteiligen. Und ein erster Schritt an dieser Beteiligung, das ist die Wahl. Deshalb eine Bitte an Sie, gehen Sie am 25. Mai wählen, dann ist es soweit und machen Sie davon Gebrauch.